Häuser abreißen ist ein Spiel, das wir für euch vorbereitet haben. Das könnt ihr problemlos zu Hause spielen. Ihr braucht dazu ein Blatt Papier. Auf dieses Blatt Papier zeichnet ihr euch einfach zwei Häuser und entscheidet dann nachher, welcher Spieler welches Haus bekommt. Zusätzlich benötigt ihr ein paar PET-Flaschen. Am besten ihr nehmt 9 oder 10 und baut diese nachher zum Spiel einfach als Kegelziele sozusagen auf. Damit die Kegel nicht so schnell umfallen, könnt ihr unten ein bisschen Wasser einfüllen. Dann geht es noch einfacher. Dann braucht ihr noch etwas, um eine Startlinie zu markieren. Zum Beispiel könnt ihr dort einfach eure Socken nehmen. So, wie funktioniert das Spiel? Das Spiel geht ganz einfach. Ein Spieler der beiden versucht immer einen Kegelversuch und gibt damit sozusagen den Startwert vor. Nehmen wir mal an, Marie wäre die Startspielerin und Kegel von der Startlinie aus die Kegel um. Marie hat ein Ergebnis von 4 Kegeln erzielt. Die zweite Spielerin ist die Emma. Die Emma kommt nach Marie an die Reihe und versucht ebenfalls die Kegel umzukegeln. Wenn es Emma schafft, Maries Ergebnis zu überbieten, also mindestens 5 Kegel umzukegeln, dann geht das Spiel ganz normal weiter. Und die Marie ist wieder an der Reihe und versucht das Ergebnis wiederum zu überbieten. Wenn ein Spieler es nicht schafft, das Ergebnis zu überbieten, dann wird ein Teil seines Hauses weggestrichen. Der Spieler, der am Ende weniger Teile von seinem Haus verloren hat, ist der Gewinner. Wir zeigen euch jetzt ganz einfach, wie dieses Spiel funktioniert, denn am besten kann man es sehen und lernen, wenn man es spielt. Viel Spaß damit! So. So, Marie ist die Startspielerin und gibt ein Ergebnis vor. So, Marie hat eine Flasche abgeräumt. Das heißt, Emma muss mindestens 2 Flaschen in ihrem Durchgang schaffen. Emma hat leider daneben geworfen. Deshalb wird von Emmas Haus nun ein Teil abgestrichen. Wir nehmen hier mal am Anfang das Dach. So. Emma darf wohl als nächstes wieder ein Ergebnis vorgeben. Und Marie muss es versuchen zu überbieten. Emma hat eine Flasche getroffen. Marie muss nun mindestens 2 Flaschen abgeben. Sehr gut. Marie hat 2 Flaschen getroffen, das Spiel geht weiter. Emma muss nur mindestens 3 Flaschen abräumen. Emma hat leider daneben geworfen. Deshalb müssen wir wieder einen Teil ihres Hauses wegstreichen. Emma darf das neue Spiel beginnen und wieder einen Wert vorgeben. Super, 2 Flaschen getroffen. Marie ist an der Reihe und versucht, das Ergebnis zu überbieten. Sehr gut. Das waren 4 Flaschen. So, Emma muss nun 4 Flaschen überbieten. Schade. Macht nichts. Wir streichen wieder einen Teil des Hauses ab. Und Emma darf wieder ein neues Ergebnis vorgeben. Ich denke, ihr habt verstanden, wie das Spiel funktioniert. Viel Spaß beim Ausprobieren.